Bonjour, merci dat de Rastrikluling TV om dat kanaal kijkt. Je kunt de zending ook dauernd op mijn homepage www.astridluling.lu gezien en luisteren. Ik heb de zending natuurlijk vier in de feierdag zu Brüssel am Europese Parlement opgeholt, weil het vom 22. Dezember bis 2. Januar geen Möglichkeit mehr gibt, ein Studio für so eine Sendung zu kriegen. Weil da mich also an der Christwoche zwischen den Feierdagen hier lauschen könnt, will ich euch für dich zwei Feierdagen wünschen. Und natürlich ein glückliches Neujahr 2012. Zu Lützeburg und vielen europäischen Ländern, aber auch an den meisten Ländern sonst auf der Welt, wird der Wunsch für schöne Feiertage, Christtag, Neujahrstag, können für viele Leute in Erfüllung gehen. Weil nicht immer muss es so viel Geld kosten, für an der Familie oder mit Bekannten und Freunden solche schöne Feiertage zu machen. Besonders, weil sie besinnlich sollen sein, wenn sie zusammen daheim verbringt. Sicher gehen natürlich durch die unheimliche Publizität wochenlang am Vierfeld von dieser Feiertag über Geschenke, Menü, Festkleidung, Bijouen. Viele Leute gefühlen nicht los, dass was sie sich das alles nicht leisten können oder wollen, da wären sie eigentlich nicht an der Reihe für Christtag oder für Neujahrstag zu feiern. Wenn die Chance hat, dass sie an der Familie oder mit Bekannten und Freunden zu verbringen, auch wenn nicht am Smoking, am großen Ofenskleid mit teuren Bijouen an einem Menü von ein paar hundert Euro, dann ist eigentlich ein glücklicher Mensch, der schön feiert, der ich kann, auch wenn er sich all die kleinen Bim nicht kann oder nicht will leisten. Dass der Wunsch für schön feiert, der ich an Erfüllung ging, hängt nicht unbedingt davon auf, ob er so groß und so teuer feiern kann, wie die Medien eins willig leben lassen, dass es nicht sein soll, sonst wäre ich kein. Man denkt davon auf, ob er die Feier dich nicht länger muss verbringen. Sicher gibt es Leute, denen es nicht ausmischt, weil sie den 24. oder den 31. Dezember lang sind. Ob du ihm vielleicht mit drei Barbier oder mit Kaviar, Foie Gras, Champes, mit vielen Leuten fühlen sich ob diesen Tag nach mehr Länge, mehr Verlust, wie das gewöhnlich der Fall ist, dafür, ob so Tag, wo so viele andere feiern, riskieren, denen ein bisschen mehr unglücklich zu sein wie gewöhnlich. Das ist sicher der Fall für viele älter Leute, die immer mehr isoliert gehen, weil sie ihre Familienmitglieder und ihre Freunde und Bekannten überleben. Aber auch das feiert sich gehen rüber. Glücklich, Merry Christmas, so sehe ich auf Englisch, oder nicht so happy. Viel mehr wichtig ist aber, wie es am neuen Jahr weitergeht. Weil, wenn es nach möglich ist, glücklich Feiertag zu verbringen, so wird es aber viel mehr schwer gehen, den Wunsch für ein glückliches Jahr 2012 zu erfüllen. Wenn wir eine Bilder machen von 2011, auch von den Problemen, die man nicht zu lesen im Stand wären, so ist das nicht ganz erfreulich. Wir schläfen an Jahr 2012, besonders auch die Euro-Krise mit, wie ich schon die letzte Woche hier aus der Nähe gelöst habe, haben wir trotz den vielen Sommer-Decisionen von den letzten Monaten nach nicht die richtige Solution für die Krise an der EU an den Griff zu kriegen. Wir sind auch gekommen an der größten politischen Krise seit 50 Jahren in Europa. Den 20. Dezember hatten wir zu Brüssel eine gemeinsame Sitzung von einer konstitutionellen Kommission und von der Wirtschafts- und Währungskommission. Und ihre Schmamber sind, den ganzen Abend hat das gedauert, bis 10 Uhr, schon durch einen Deal geholt. Wir hatten einen Meinungsaustausch über das Projekt für den neuen zwischenstaatlichen Treaty für eine renforcierte wirtschaftliche Union, den Herr Van Rompuy
chauffeur geluid wordt op grond van de decisionen van sommige van maart en 19 december. Het Europees Parlement heeft schon drie zogenaamde beobachter uitzinger metgenomen die oppassen zullen wat met deze project geschikt, wo je weder het parlement naar de EU-commissie etwas zu suchen oder mit zu bestimmen haben, weil den zwischenstaatlichen Vertragers. An diesem Meinungsaustausch zwischen den drei Observateuren und den Membern von den zwei Kommissionen haben die meisten Redner kein gutes Ohr an diesem Vertragsprojekt gelöst. Es hat zwar nur 14 Artikel, es gibt immer, was schon viel geworden wird, zu lang, aber besonders zu wenig präzise. Und ich ging sowieso den Euro nicht können retten. Übrigens wollen die Regierungen nur an diesem zwischenstaatlichen Vertrag Sachen regeln, die am Sixpack über die Gouvernance Economie hätte können geregelt gehen. Das kann natürlich auch nach Loh geschehen, aber dann auf Vorschlag von der EU-Kommission. Die muss sich sicher schnell überlegen, ob sie nicht endlich Vorschläge auf den Tisch legen soll, über die dann an der kommunitären Co-Decisionsprozedur beschlossen gehen. Ein deutscher Kollege, den hat textuell gesagt, die Kommission muss mit ihrem Hintern hochkommen. Auf alle Fälle darf an dem Vertrag nicht geregelt gehen, was aufgrund vom Lissabonner Vertrag kann entschieden gehen. Da bleiben lediglich nach drei Punkten für an diesem neuen Treaty von 17 plus für dort geregelt zu gehen, dass wir erstens Golden Rule über die Schuldbremse, zweitens Decisionen für mit der Majorität qualifiziert renversé am Ministerrat zu entscheiden und drittens ein Rechtsgrundlage für Eurobonds. Für all das andere geht der Lissabonner Vertrag durch. Die Europaparlamentarier wollen nur auf alle Fälle auch bei den Regierungen an den nationalen Parlamentarier, die ihnen nachstehen, intervenieren, für dass die hier Haltung, Eishaltung unterstützen. Wir müssen also nur gucken, was das geht. Sicher will ich auch alle Leute zu Lützburg ein gutes Jahr 2012 wünschen. Ob so ein Wunsch kann an Erfüllung gehen, als allerdings zu bezweifeln, mehr wie je. Ein von meinen guten italienischen Kollegen aus Südtirol am Europaparlament hat mir dieser Tag eine Studie an der Grab gehen, die es anders hat, für nicht mehr zu sagen. Die Stiftung Marktwirtschaft zusammen mit der Uni Freiburg hat nämlich eine tiefgreifende Analyse von den Staatsfinanzen von den 12 Gründungsmembern vom Euro gemacht. Das ist darum gegangen, für hunderten aktuellen und den offiziellen Zahlen den nachhaltigen Charakter von den Staatsfinanzen zu gucken, also zu analysieren, ob mittel- und langfristig die Situation von den öffentlichen Finanzen auf solider Basis steht. Er stellt sich vor, was das dabei herauskommt. Lützburg, Musterland vom Euro, schneit als zweitlastball als das schlecht auf, mit enger impliziter Staatsschuld, die 10-mal als Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Das könnte ein schlechter Witz sein, meint er. Aber nein. Wie es am Bericht zu lesen, ich zitiere die Ergebnisse des Rankings der Stiftung Marktwirtschaft überraschen mit einem Spitzenreiter Italien und einem hinteren Platz für das Euro-Musterland Luxemburg. Wie es so etwas möglich ist, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben oder total exageriert? Für eine Situation ein bisschen objektiv zu gucken, müssen wir mal sehen,
dat de primair saldo vom Staatsbudget viel zu viel heisch rot zuelle schreibt. Zwischen 2,5 und 3% Defizit, ganz nur unter Limit von den Maastrichter Kriterien. Par contre, weist Sécurité Sociale einen konsequenten Überschuss ab von ungefähr 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt, den dieser lebt, ein Gesamtdefizit von ungefähr 1% auf Brüssel zu melden. Das ist auf den nächsten Blick besser für die Ahner, richtig. Das Ganze ist aber trügerisch, weil die Verschüsse an der Sécurité Sociale ganz klar Schulden von mehr sind, das heißt gut kein Überschuss. Als Leistungen an der Sécurité Sociale, als Pensionssystem besonders, und dann der Fee, dass wir in Zukunft zigtausenden, wenn nicht hunderttausend Pensionen an Deutschland schicken müssen, machen, dass unser Sozial- und Wirtschaftssystem zu Lützburg nicht mehr auf solidem Fundament steht. Das mehr wie am Gangen zu wackeln. Die Etude, die mein Freund aus Südtirol mal genutzt, die beweist, wie akut das Problem ist. Gewiss kann er über die Methodologie schwätzen. Andere Etude geben das vielleicht nicht gerade so schwarz gesehen, mit dem Message, als aber klar, an die Richtung auch. Die Ausländer sehen Lützburg gar nicht mehr als Musterschüler. Und die Änderung an der Perzeption ist längst schon ganz gefährlich für ein kleines Land. 2012 muss also ein Jahr gehen, wo die Politik endlich neue Jalon setzt. Wir schlafen seit 15 Jahren bei den Lorbeeren. Wir müssen wirklich gehen. Ich hoffe, dass ich nicht den einsamen Rufer in der Wüste sind schon gesehen, dass ein großer Teil der Leute sich bewusst sind, noch Politiker, dass etwas geschehen muss. Auf alle Fälle viel mehr muss geschehen, wie nur der avortierte Tripartit an der Ankündigung von einer sogenannten Rentenreform, wie sie nur geplant. Also sie froh, dass besonders den Reporter vom Budget 2012, den Herr Roth, schon ganz klar gesagt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Auch unser Finanzminister, den Herr Frieden, sind also nicht allein mit meiner Meinung. Und ich hoffe und wünsche, dass wir 2012 zu Lützburg an der Politik am Stand sind, endlich die Reformen zu machen, für das man nicht schließlich nach ein bisschen mehr schlecht durchstehen am Schluss wie Griechenland. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht 2012 und merci, dass ihr mir noch gelauscht habt. Abis geschwind.